Meine Damen und Herren, willkommen zur Bundespressekonferenz. Wie Sie sehen, ist bald Weihnachten. Gibt es dazu Fragen? Dieses aramäische Paar, das unregistriert durchs Land reist, was sagt denn die Bundesregierung dazu? Ja, dazu liegen uns derzeit keine Informationen vor. Die Mutter sagt, das Kind sei Gottes Sohn. Kann man da religiösen Fanatismus ausschließen? Also, sehen Sie, von einem Säugling geht doch zumindest unmittelbar keine Gefahr aus. Die beiden geben an, Maria und Josef zu heißen. Was ist mit den Nachnamen? Ja, Ausweispapiere liegen uns derzeit natürlich nicht vor. Weiß die Bundesregierung irgendwie noch, wer überhaupt ins Land kommt? Ja, können Sie denn ausschließen, dass es sich bei diesem Pärchen um eine islamistische Terrormiliz handelt? Ja, vielleicht, weil der Islam nach meinen Informationen zum Zeitpunkt Jesu Geburt noch nicht erfunden war. Ich möchte seit Jahren beantworte ich auf diesem Podium nun jede Ihrer noch so absurden Detailfragen. Versuche mich hier von Ihrer vom Mäntelchen der Professionalität nur mühsam bedeckten Harmlosigkeit nicht irritieren zu lassen. Den Herrn Thilo Jung möchte ich an dieser Stelle einmal ausnehmen und ihm das Kompliment weitergeben, dass er mir als einziger in diesem Laden einmal wirklich auf die Nüsse geht. Darf ich Sie daran erinnern, dass die Qualität der Regierungsarbeit auch von der Qualität Ihrer kritischen Berichterstattung abhängt? Ich frage mich wirklich, was die Bundesregierung eigentlich noch alles tun muss, um von Ihnen endlich einmal grundsätzlich kritisiert zu werden. Der Kriegseinsatz in Syrien zum Beispiel. Die Bundesregierung hat keinen nachvollziehbaren Plan, kein völkerrechtlich geregeltes Mandat, keine vernünftige Exit-Strategie, keinen wirklichen Rückhalt in der Bevölkerung. Der Einsatz wird Jahre dauern, noch mehr Terroristen kreieren. Und trotzdem kann ich beim besten Willen hier keinen ernstzunehmenden Widerspruch erkennen. Wenn die Bundesregierung durch mich ausrichten lässt, wir gehen in den Krieg, lautet die Frage ja oft nicht warum, sondern wann genau geht's denn los? Entschuldigung, wann hatten Sie gesagt, geht es los? Beim Euro. Seit Jahren zwingen wir Griechenland zu einer irrsinnigen Kürzungspolitik. Millionen Menschen werden ins Elend gestürzt. Die besten Ökonomen zerreißen uns dafür in der Luft. Aber trotzdem erntet diese Bundesregierung hier einen Großteil wirklich ausschließlich Beifall. Wie sollen wir das verstehen? Ich meine, wir können ja nicht jede Woche eine Olympia-Umfrage machen, nur um zu gucken, ob der lebendige und denkende Teil der Bevölkerung noch am Leben ist. Ich möchte Sie an dieser Stelle fragen, wie es sein kann, dass die Bundesregierung so selten politisch mitverantwortlich dafür gemacht wird, dass fast jeden Tag in Deutschland ein Flüchtlingsheim angezündet wird. Wo ist die angemessene, fundamentale Kritik an diesem Staatsversagen? Soweit von mir. Gibt es dazu Fragen?